Guten Morgen, ladies and gentlemen, also willkommen zurück zu Forza Horizon 4 zu einer neuen Folge des Zufallsaufbaus. Das Format, wo ich mir ein Fahrzeug sowie den dazugehörigen Aufbau zufällig auslosen werde. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an, indem ich mir das Fahrzeug auslose. Und das ist die Nummer 121. Ziemlich weit oben. Das ist dann damit... Okay, damit kann man eigentlich alles machen. Jetzt noch der Aufbau. Straße, Offroad... Oder Drift 1, 2, 3. Okay, das ist relativ schlicht, relativ simpel eigentlich. Ich kann schon mal so viel sagen, es ist ein Straßenaufbau. Das hat mir der Wertezufallsgenerator ausgelost. Und ja, welches Fahrzeug ist es denn? Eines, welches ich sehr liebe, welches ich schon für die Straße ein paar Mal aufgebaut hatte. Es gibt eine an die Motorsport-Version davon. Ich rede von dem Chevrolet Camaro ZL1. Ja, Straßenaufbau wird, denke ich, relativ easy werden. Ich meine, dafür ist der Karren gemacht im Endeffekt. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen langweilig wäre, ich könnte jetzt natürlich das Animotorsport-Design nehmen, aber ich habe ja noch eins für den Wagen, nämlich Lime Green, worauf das Animotorsport-Design ja basiert eigentlich. Das heißt, das würde ich einfach mal nehmen. Ja, guck mal, sieht doch gar nicht schlecht aus. Denn, ja, dann gucken wir mal, was wir denn rausholen können. Ich habe ja schon einiges experimentiert mit dem Fahrzeug, was man denn so machen kann. Ich würde gerne schauen, dass ich vielleicht nochmal was Neues ausprobiere, auch wenn das relativ schwierig wird. Ich hatte, glaube ich, noch keine normale LP-Folge mit diesem Fahrzeug. Ich glaube, nur mit dem ZL1 1LE hatte ich das. Aber, naja, gut, wir schauen mal, was denn so geht. Wir können natürlich ein V12 einbauen. Machen wir nicht. Wir können Twin Turbo einbauen. Könnten wir machen, wenn wir weniger Leistung haben wollen würden. Aber der hat so einen schönen Kompressor unter der Haube. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Natürlich könnten wir eine Stoßstange oder die Forza Aero draufsetzen. Lassen wir auch mal sein. Safety Car Licht oder Blaulicht. Brauchen wir gerade auch nicht so richtig. Dann haben wir hier... Ja, geht so ein bisschen in die Corpo-Richtung, wenn man möchte. Und das hier ist so Drag Package. Lassen wir auch mal alles weg. So, Reifen. Der Wagen hat schon Rennreifen. Der Wagen hat auch prinzipiell eine unfassbare Traktion serienmäßig. Der braucht eigentlich gar nicht so viel mehr, aber ich würde sagen 305er Reifen vorne kann man machen. Das ist vereinbar. 335er hinten. So, er schaltet recht gut durch. Ich brauche nur ein einstellbares Getriebe eigentlich. Auf die Kupplung verzichte ich mal. Ja, Rennbremsen, warum nicht? Dann noch ein Rennfahrwerk natürlich. Ich glaube, ein Driftaufbau wäre mit dem jetzt echt mal interessant gewesen zur Abwechslung. Aber wir hatten schon ein paar Driftaufbauten in der Vergangenheit. Das muss nicht unbedingt jetzt noch sein. Wir gehen mal auf sportliche 1,5 Tonnen runter. Dann kriegt der Wagen eine nette kleine Schwungscheibe. Sowie ja, ein bisschen mehr Power durch die Nockenwelle. Sind wir bei 905 Newtonmeter. Oh Gott. Das wird super. Ich habe, glaube ich, selten sowas Gutes gemacht. Wie gesagt, der Camaro hat hier im Spiel eine geniale Traktion. Also auch eine super Kurvenlage. Das ist mir schon recht früh aufgefallen eigentlich. War eines der ersten Fahrzeuge, das ich gefahren bin. Außerhalb vom LP. Und da ist mir halt aufgefallen, der Wagen hat mega Grip. Das kann man auch, denke ich, ganz gut für Online-Rennen nutzen. Aber ja, jetzt hier eben 888er LI. Ist natürlich nicht ganz das 1900, also in dem ja Setup eher nicht so für kompetitive Rennen geeignet. Aber naja. Wir werden natürlich schauen, was der Wagen auf diversen Strecken so leisten wird. Die Teststrecke würde ich jetzt an der Stelle mal nicht mit dem Wagen bestreiten. Ich habe da noch andere Pläne, wo ich eventuell den Camaro drüber fahren kann in einer themenbasierten Folge oder so. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Klingt ganz okay, würde ich sagen. Wir schauen mal,
ein paar Strecken, die ganz nett sein könnten. Ich würde gerne, glaube ich, mit dem Wagen erstmal Edinburgh Grand Prix fahren. Hopp. Das machen wir einfach mal zur Stadt hinfahren. So, vom Start weg ein bisschen Greaspin, aber dann im zweiten Gang sofort Traktion. Also wirklich, wer den Wagen noch nicht gefahren ist, macht das mal. Es ist wirklich absurd. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass der Camaro in der Realität so eine krasse Kurvenlage hat. Das ist zu viel auf jeden Fall. Das ist zu viel, würde ich einfach mal schätzen. Aber das hier kann er doch bestimmt trotzdem noch, oder? Ja, wenn man drin ist, dann geht das schon. Aber du musst schon erstmal gut durchdrücken, damit du rumkommst mit dem Heck. Also man merkt, der Wagen möchte das eigentlich gar nicht so. Der möchte gar nicht drüber. Was prinzipiell lobenswert ist, gerade in so einem Rennspiel. Gerade bei einem Straßenaufbau natürlich, bei einem Straßenrenn-Setup, wenn man so möchte. Ist es natürlich prinzipiell... Anna, du bist offiziell besoffen. Da ist es natürlich prinzipiell ein, ja, Nachteil, wenn du einen Wagen hast, der nur quer geht. Ich meine, wir haben 900 Newtonmeter, da kann man schon mal erwarten eigentlich, dass das Heck ein bisschen kommt, aber nee, bei dem Wagen eher weniger. Gut, ich habe gemerkt, ich habe die falsche Strecke gestartet, mal wieder. Es tut mir leid. Das heißt, ich starte einfach mal eben neu auf der anderen Strecke. Ja, kein Problem. Wir stehen hier inmitten von legendären Muscle Cars wie einem HSV und einer Corvette Z06. Da sind glorreiche Muscle Cars, also da stimme ich auch vollkommen zu, auf jeden Fall. Oh Mann. Ganz ehrlich, ich finde die Modern Muscle Kategorie könnten sie eigentlich abschaffen. Ich meine, wenn wir mal reingucken, die kannst du eigentlich in viele anderen Kategorien auch noch reinstecken. Wo sind sie denn? Da, moderne Muscle Cars. ATSV, CTSV, pack die zu den Saloons. Corvette, Supercar. ZL1 kannst du auch zu den Saloons schmeißen. Ich meine, da ist ja auch sowas wie ein RS5 drin beispielsweise. Hellcat meinetwegen auch noch. Viper, Supercar. Dann Ford Falcon, Saloon, Shelby, Saloon, Mustang, Saloon. Also halt so wie Forza das einsortiert. Eigentlich braucht man die Kategorie nicht, weil hier sind nicht wirklich viele Muscle Cars drinnen. Camaro, Hellcat, Demon, Hellcat, Shelby, Mustang. Und den vielleicht auch noch, wenn du unbedingt willst. Sind wir bei 6 Muscle Cars. 6 oder 7, je nachdem, ob du jetzt den RTR mitzählst oder nicht. Wäre ja nicht die erste Kategorie, die sie aufgelöst haben, um die Fahrzeuge umzuverteilen, was ja fein ist. Ich meine, wir hatten in Horizon 2, glaube ich, noch eine JDM Sport Cars Kategorie oder so hieß die. Die gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es in Horizon 3 noch gab. Irgendwie, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, JDM Super oder so. Irgendwas in die Richtung. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal Horizon 2 wirklich gespielt habe. Ich drück voll durch, ne? Ich drück voll durch im zweiten Gang. Und ich habe keine Traktionsprobleme. Ich bin echt super gespannt noch. Ich meine, es muss eigentlich jetzt dann im spätestens 2021 muss in meinen Augen die Z28er Camaro angekündigt werden. Ich bin mega gespannt, was da passiert. Ja, du bist ein Genie. Ich meine, wenn wir mal auf die fünfte Generation zurückblicken, dann war die ZL1 so eine, ja, Power-basierte Camaro, wohingegen dann die Z28 wirklich das Track-Package war. Das haben wir hier schon mit der ZL1 1LE. Das ist ja ein, naja, ein Track-Camaro für die Rennstrecke eben. Und da nochmal mehr ins Extreme gehen mit der Z28 eben, ich glaube, das wird grandios.
Ja, viel zu spät aufs Gas getreten, kann ich viel früher. Und ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass so ein Power Muscle Car in der aktuellen Zeit eher so zum, ja, Track Beast umfokussiert wird. Ich nenne da nur mal Shelby GT500 als Beispiel. War ja seit jeher ein reines Power Beast, wohingegen der 350er, so hat er ja auch angefangen, 1966, ein Rennstreckenfahrzeug war. Der GT350 war immer für die Rennstrecke geeignet. Und der hat sich aber deswegen nicht so wirklich verkauft, weil die Leute halt gesagt haben, ja, uns fehlt halt der Komfort so ein bisschen. Und deswegen hat man dann halt den GT500 gebaut, der einfach, ja, eine dicke Sau war. Der hatte den Komfort, den man sich damals gewünscht hat, hatte aber eben extrem viel Power. Und das war ja bis einschließlich der 5. Generation immer das Image des GT500. Erst jetzt mit der 6. Generation hat sich das ja komplett geändert. Also ich glaube, es ist immer noch gut Komfort vorhanden, aber auch der GT500 ist jetzt mehr ein Rennstrecken-Mustang, der sich mit diversen, ja, Track-Fahrzeugen, mit denen man niemals einen Mustang bis vor ein paar Jahren verglichen hätte, schon gut messen kann. Und deswegen ist es nicht abwegig, dass halt die Z28 einfach nochmal eine Schippe drauflegt, nochmal krasser wird. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Z28 viel mehr Leistung haben wird als die knapp 660 PS der ZL1. Ich denke mal, wir werden uns da so vielleicht auf 680, 690 hochbewegen. Aber ich glaube nicht, dass Chevy wirklich 700 PS reinhauen würde. Glaube ich einfach nicht so richtig dran. Außer sie gehen halt komplett Helm und hauen den Motor der ZL1 da rein. Nicht der ZL1, der ZR1, Entschuldigung. Ich glaube nicht richtig dran, aber andererseits sind die auch so bescheuert, dass ich es denen zutrauen würde. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich meine, cool wäre es ja schon irgendwo. Und es würde auch passen zu Chevrolet. Also ich meine, hier haben wir ja auch den Motor der Z06 verbaut. Der hier im Spiel im Übrigen, kleiner Funfact am Rande, der hier im Spiel einen falschen Hubraum hat. Hier steht nämlich 6,4 Liter, es ist aber ein 6,2 Liter. Kein Mensch weiß warum, ist seit Release so. Mir ist es vor kurzem erst aufgefallen tatsächlich. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Aber ja, irgendwie haben sie sich entschieden, Mensch, da schreiben wir 6,44 hin. Aber wie gesagt, eigentlich sind es 6,2 Liter. Das ist der Z06-Motor. Mehr oder weniger 1:1 unter der Haube. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Und wenn wir halt, also falls dann wirklich eben die Z28 mit dem Motor der ZR1 kommt, dann wird das aber aerodynamisch so ein Biest sein, dass der Karren alles zerpflückt in seinem Umfeld. Also, weil das muss man wirklich sagen, gerade mit der ZL1 hat Chevrolet es bewiesen, die können schon gut Fahrzeuge auf Rennstrecken auslegen. Die können schon gut Fahrwerk, Aerodynamik, das können die alles gut in ein Zusammenspiel bringen. Wo ich glaube, dass Ford beispielsweise mit dem GT500 das wahrscheinlich auch nicht schlecht macht. Aber einfach, ja, vermutlich die Erfahrung in dem Ausmaß noch fehlt. Was natürlich krass ist, bei einer Marke wie Ford so eine These in den Raum zu schmeißen. Aber ich meine, wenn man mal speziell den Mustang anschaut, klar war der sehr sportlich immer, aber rennstreckentauglich ist der jetzt noch nicht so lange. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich meine, da hat man in der ersten Generation vom Mustang ein paar Einsätze gehabt. Und dann hat das aber, ja, zumindest in dem Ausmaß, von dem wir hier reden, schon gut abgenommen. Bis dann eben die 5. Generation wiedergekommen ist. Und da hat man sich aber in der Serienversion nicht so wirklich damit beschäftigt. Also von der 5. Generation gab es ja keine wirkliche Rennstreckenvariante für die Straße. Also keine, ja, ich weiß nicht, Homologationsmittel ist vielleicht der falsche Begriff, sondern wirklich eben Rennstreckenfahrzeug für die Straße gab es ja nicht.
was wir jetzt halt erst mit der 6. Generation wieder haben, mit dem GT350R unter anderem und dem GT500. Und gegen Chevrolet das halt doch schon ein paar Jährchen länger macht. Und das könnte halt, die paar Jahre könnten die Erfahrung sein, die Chevy dahingehend braucht. Aber gut, wir werden sehen. Aktuell ist ja, glaube ich, noch so ziemlich gar nichts bekannt zur Z28. Und ich denke mal, auch durch die aktuelle Situation wird das Ganze sich noch mal ein paar Monate durchaus nach hinten verlagert haben. Aber ja, wie gesagt, ich rechne damit, spätestens 2021 wird die Z28 angekündigt werden. Ich hoffe, dass sie den Wagen nicht auf dem Facelift basieren, weil ich das Facelift mit den Änderungen, die Chevrolet gemacht hat, zwar nicht mehr so hässlich finde, aber dass hier das Vor-Facelift-Modell einfach Unmengen geiler ist, muss ich ganz klar sagen. Und ich meine, Ford hat es ja auch so gemacht. Die haben den GT500 auch auf dem Vor-Facelift basiert, visuell zumindest. So. Auf jeden Fall, das Fahrzeug hier fährt sich, wie gesagt, sehr geil. Also, der hat einfach die Traktion, die notwendig ist. Ich wollte gerade genau das gleiche Rennen wieder starten. Nee, spiel denselben Song nochmal. Ja, nee, machen wir jetzt mal nicht. Wir fahren noch ein paar Runden Wäldchen. Hopp, warum nicht? Ich möchte auch gar nichts mehr einstellen am Wagen. Der fährt sich so, wie er ist, sehr, sehr gut. Rechts abbiegen. Keine Probleme eigentlich. Klar, wenn du ein bisschen, also wenn du es halt hundertprozentig möchtest, dann kann der Wagen auch quer fahren. Wenn du aber versuchst, den Wagen halbwegs auf der Strecke zu halten, dann ist das locker machbar. Und ich meine, wir reden hier, ich kann es nicht oft genug erwähnen, von einem Fahrzeug, das 900 Newtonmeter auf der Hinterachse anliegen hat. Das ist gigantisch. Und dazu halt auch, also das muss ich ja echt sagen, weil beim ZL1, diese Front, ne? Diese Front ist einfach so unfassbar schön. So auch einfach extrem aggressiv. Unfassbar schön. Und das ist ja auch so geil, weißt du? Haben sie ja auch bei der Z28 gemacht. Damit der Motor mehr Luft bekommt, haben die Genies bei Chevrolet das Chevrolet-Logo ausgehöhlt. Ja, ne? Also, das ist, ja, unglaublich. Das sind einfach so kleine Sachen, wofür ich Chevy einfach liebe, muss ich sagen. So kleine Sachen, wo ich mir denke, das macht ein Fahrzeug viel geiler. Da haben sich die Leute was bei gedacht, als sie das gemacht haben. Das hat seine Funktion vor allem. Auf der anderen Seite siehst du dann so Reißschüsseln, die 38 Fake-Lufteinlässe haben, einfach nur damit es geil aussieht. Super, danke schön. So, jetzt haben wir hier natürlich dann mit Wäldchen eine Strecke mit sehr vielen Erhöhungen und Absenkungen. Das heißt, ja, könnte interessant werden, was der Wagen hier jetzt macht, wie er hier so reagiert, ob ich ihn immer noch so locker easy unter Kontrolle halten kann oder eher nicht. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, aber bisher ist der Eindruck natürlich prinzipiell sehr positiv. So, gucken wir mal. Wir sehen Mustangs links und rechts. Aber guck mal, ein paar andere Fahrzeuge auch noch. Ja gut, so eine Hellcat hat natürlich nochmal mehr Leistung, kein Wunder.
dass der mich am Start abzieht, aber in der Kurve dafür hat der Zweitonner keine Chance. So, hier stechen wir mal innen rein. Den Mustang wollte ich jetzt eigentlich nicht überholen, aber hey, wenn es sich anbietet. Ich verstehe dieses Verhalten der Toyotare nicht. Und das ist so häufig irgendwie in den letzten Monaten, dass wenn ich an jemanden vorbeifahre und dann mein Heck an seiner Front ist, dass der Toyotare dann einfach komplett rüberzieht, ohne Rücksicht auf das, was da anderweitig noch ist. Das passiert so unfassbar häufig. Und ich verstehe nicht so richtig, warum. Vielleicht ist aber wirklich jetzt diese vollständige Adaption des Verhaltens der Online-Spieler abgeschlossen. Das kann sein. Würde das Fahrverhalten erklären, auf jeden Fall. So, jetzt die erste fliegende Runde. Er könnte vielleicht einen Tacken aggressiver einlenken. Wenn man unbedingt möchte. Oh, diese Beschleunigung. V8 Kompressor ist eine Traumkombination, ehrlich. So, jetzt noch ein bisschen Innenperspektiven-Action. Ja, okay. Natürlich, hier kommt er leicht mit dem Heck. War abzusehen bei so einer Bodenwelle. Erwartbar, ganz klar. Aber nicht unbedingt, ja, schlimm. Zweifel fährst du einfach mal einen Gang höher, dann kriegst du das auch locker unter Kontrolle. Ein bisschen Short-Shifting hat noch keinen geschadet. Oh Gott. Leichtes Untersteuern. Vielleicht hätte ich doch vorne noch einen Tacken breiter Reifen nehmen sollen, aber ganz ehrlich, das fällt mir jetzt auch nur in dem Rennen hier negativ auf. In allen Rennen vorher hat das ja tatsächlich funktioniert einfach. Da sehe ich nicht unbedingt die Notwendigkeit, jetzt hier nochmal Hand anzulegen, nochmal andere Sachen einzubauen. Weil wir haben viele Höhenunterschiede hier, wir haben eine nasse Strecke immer noch. Sehe ich jetzt nicht als notwendig. So. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, das Fahrzeug. Relativ schlichter Aufbau. Natürlich nicht ganz so extrem wie das an die Motorsport-Äquivalent, aber trotzdem super Fahrzeug, wie ich finde. Da würde ich sagen, war's das für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.